Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch recht herzlich zurück hier auf der Autobahn bei der Autobahnpolizei. Wir sind gerade dabei, dieses Fahrzeug zu kontrollieren, das angeblich gestohlen worden sein soll. Bis jetzt deuten die Anzeichen aber nicht darauf. Und deswegen gucken wir mal gerade noch das Kennzeichen. TÜV ist gültig, Kennzeichen ist vorhanden. Wir prüfen mal gerade das Licht. Läuft, läuft, läuft. Ah gut, Kofferraum aufmachen. Da sehen wir einen Aktenkoffer. Aktenkoffer, ich würde dich gerne drehen. Jo, so weit, so gut. Kann man nicht lesen, was draufsteht auf dem Ordner, aber sieht erstmal ungefährlich aus. Steuerbetrug, okay. Bandskasten ist da. Warndreieck ist auch da. Jo, noch mehr Ordner. Bier, das ist ja gut. Das muss ich leider konfiszieren, das Beaglebräu. Das ist ein verbotenes Objekt. Das dürfen Sie nicht mitführen. Das muss ich Ihnen leider abnehmen. Das tut mir leid. Das wird auf der Wache verbraucht. Wir werden das da verwerten. Kennzeichen ist vorhanden. Blinker läuft, läuft. Alles tutti. Ich kann da nichts weiter sagen. Also, das läuft. Da bin ich wieder. Ich habe mir alles angesehen. Jetzt gibt es noch eine Vermahnung. Ich drücke heute mal ein Auge zu, belassen es bei einer Verwarnung, aber beim nächsten Mal sind sie fällig. Bußgeld? Warum? Ich verstehe das nicht. Wofür hätte ich Ihnen denn jetzt ein Bußgeld abdrücken müssen? Also irgendwie, die Logik dieses Spiels erschließt sich mir nicht. Ich kriege einen Funksprung rein, das Fahrzeug wurde als gestohlen gemeldet. Und es ist offensichtlich nicht gestohlen. Da brauche ich den nicht mal verwarnen. Da sage ich dem, sorry, ich habe kontrolliert, es ist alles in Ordnung. Schönen Tag. Wofür muss ich denn ein... Gut, er hatte seine Fahrzeugpapiere nicht dabei. Dafür stelle ich ein Bußgeld aus vielleicht. Vielleicht ist es das. Ich weiß halt nicht. Also hundertprozentig richtig war meine Aktion wieder mal nicht. So. Handbremse lösen, Motor starten, Funkstatus auf 1. Zentrale an Otter Moor, 01. Achtung, es wurde gemeldet, ein Fahrzeug hätte einen Schaden erlitten auf der A28 in Richtung A42. Okay. Okay. So, auf die Karte gucken. Wir sind hier, ja, sind wir ein Stück unterwegs, ne? Aber wir sind auf der richtigen, es läuft. Okay, pass auf. Dann machen wir Blaulicht ein, Sirene ein, los geht's. Und den Status, nein, gar nicht wahr. Einsatz angefangen. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind einen Rang aufgestiegen. Ihr neuer Rang lautet Polizei-Oberwachtmeister. Läuft bei uns. Auf geht's. Polizei-Oberwachtmeister Blaufuchs macht sich jetzt auf den Weg. Ich glaube, ich mache die Sirene aus. Die ist mir zu nervig. Wir machen das. Wir schaffen das auch so. Blaulicht alleine muss wohl reichen. So. Oh, die Frames. Oh. Oh, Leute, das läuft echt super. Das läuft echt super. So. Gas geben. Wir sind jetzt erstmal ein Stück unterwegs. Stücken unterwegs. 6,6 Kilometer. Und ich weiß, es gibt ein Achievement. Fahren Sie 5 Kilometer. Wir sind schon locker 5 Kilometer abgerissen. Das bedeutet, sobald ich das Spiel mal verlasse, das ist jetzt auch die letzte Folge, die ich erstmal am Stück aufnehmen kann, weil dann die Platte voll ist. Ich werde auf jeden Fall in der nächsten Folge dann berichten, ob das mit den Achievements klappt oder ob die verbuggt sind oder sonst irgendwas. Das wird sich dann herausstellen. Irgendwie habe ich nur 45 Erfahrungspunkte da oben stehen. Achso, wahrscheinlich, weil ich ein Level abgemacht habe. Ist okay. Jetzt geben wir richtig Gas. Geht die Luzi ab hier. Wir müssen heute das Schichtende noch schaffen. Oh, wow, 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 wow. Das hat Schaden gegeben. Aber es ist zu schnell um die Kurve, ey. So wie es aussieht. Aber ich bin ja auch am Pesen hier. Wie so ein Verrückter, du. Wie so ein Verrückter. So, gib auch ein Gas, du hier. Wahnsinn. Da verengt sich die Spur. Wir müssen jetzt, glaube ich, da noch nicht raus. Norbert Mohr. Vorsicht. An Zentral. Komme zur Wache. Nee, hier müssen wir noch nicht raus. Wir müssen noch weiter. Oh, Vorsicht. Muss hier lang. Das war auch höchst illegal, aber wir sind die Bullen. Wir dürfen alles. Bullen dürfen alles. Oh, wow, 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 wow. Also, es ist kein gutes Fahrgefühl. Leute. Wirklich nicht. So ein GTA ist da schon deutlich besser. So, lass mich mal mittig durch hier. Das ist okay. Dann müssen wir jetzt hier runter.
Achtung, ich muss hier runter. Vorsicht, Vorsicht, ja, genau. Boah, ich krieg langsam auch echt Augenkrebs, muss ich sagen. So, wo muss ich denn jetzt? Tabella Sumpf 2, an Zentrale. Einsatz beendet. Habe ich das Gefühl, ich bin auf der falschen Seite. Bin ich hier richtig? Wir werden es gleich sehen. Ich habe das Gefühl, ich bin auf der falschen Seite. Norbert Mohr, 1. Ja, das ist die falsche Seite. Oh Mann. Autsch. Autsch. Ah. Oh, wir drehen uns aber ziemlich lange. Es könnte klappen. Kiste läuft, Leute. Kiste läuft. Ach, alles gut. Jetzt müssen wir nur noch Gas geben und dann auf zur Unfallstelle. Die wahrscheinlich aber auch wieder auf der anderen Seite sein wird, wie es immer so ist. Ich habe ja immer so ein Glück. Ich blinke noch die ganze Zeit. Es ist blöd, dass man den Blinker wieder ausmachen muss. Ich bin das halt gewohnt, sobald man dann eingelenkt hat, dass der Blinker dann von alleine wieder ausgeht. Gut, bei mir nicht. Mein alter Space Star macht sowas nicht, aber so moderne Autos machen das halt, ne? Hier noch zwei Blinker-Modi. Einmal nur kurz antippen. Ah, mein Gott, ich dachte, wir rammen das Ding. Ah! Vorsicht, ich muss hier durch. Ich muss zu einer Unfallstelle, vor allem, wie wir wissen, was passiert ist. Ob wieder einfach nur ein Kotflügel rumliegt oder ob diesmal was Spannenderes vielleicht. Was ist denn los mit ihm? Hallo? Hat er nicht gesehen, dass ich hier am Blinken bin wie so ein Weihnachtsbaum? Gibt's ja wohl nicht, ne? So. Gib mal nach. Zentrale an Norbert Mohr. Norbert Mohr. Fahren Sie zur Waffe Wald. Einfach hier um Standstreifen und läuft die Kiste. Wow, das ist nicht so gut, weil die fahren da alle ran. Oh, das hat wieder Schaden gegeben. 50% schon. Oh, das gibt Ärger von Cheffe, du. Ich sag euch das. Es gibt Ärger von Cheffe. Der sagt dann auch, du, was ist denn los mit dir? Kannst du nicht Auto fahren? So, nee, nicht mit eurem Simulator hier. Nicht mit der Physik. Katastrophenphysik hier. Das ist wie ein Stück Seife mit Rädern. Oh, nicht mal. Und dann huckelt das auch noch wie Sau. Oh, hier wird gebremst. Ich kann auch hier. Die Superbremse. What the fuck tust du da? Den würde ich jetzt einfach am liebsten rausziehen. Ohne Scheiße, den würde ich jetzt einfach rausziehen. Ich würde die Polizeigewalt mal hier spielen lassen, du. So, wir sind natürlich auf der falschen Seite, war ja klar. Wie hätte es auch anders sein sollen. Ah, vielleicht auch nicht. Nein, das läuft. Wir sind auf der richtigen Seite. Geil. Sagen ja auch immer die Richtung an. Das Problem ist, ich habe hier Orientierungssinn wie so ein Abfalleimer. Hier geht gar nichts. So, Achtung. Anhalten. Okay. Handbremse, Motor, Funkstatus auf Einsatz geht los. Aussteigen. Ich habe das inzwischen drauf. Ich könnte echt so ein Autobahnpolizist werden. Ja, das läuft bei mir. So, Tür mal zumachen. Erstmal. Oh, was ist denn hier passiert? Da muss aber was runtergefallen sein. So, erstmal den Schrott beiseite sammeln. Auch so eine Palette. Das ist bestimmt vom LKW oder sowas. Pylonen. Ich soll Pylonen aufstellen. Wo denn? Wo müssen die denn hin? Oh ja, das wird vordefiniert. Oh, ein Pylon. Noch ein Pylon. Noch ein Pylon. Noch ein Pylon. Und noch ein Pylon. Läuft. Dann brauchen wir jetzt die Leuchte. Vorsicht. Dann brauchen wir die Leuchte. Leuchte steht. Objekte wegräumen. Ja, das sind wir gerade dabei. Ich find's immer wieder geil, wenn er am Laufen ist. Yeah! Sieht aus wie so ein King, ey. Reifenteile. Mit Unfall beteiligt. Was ist denn mit der... Was ist denn mit dieser... Das da. Das bleibt hier liegen, oder was? Ist dein Billy-Regal von Ikea oder was? Ist das? Egal. Oh, er ist auch ein bisschen kräftiger. Aber auch ein bisschen kräftiger. Und hübschen Pulli hast du an. Sieht doch gar nicht scheiße aus, das Ding. Hundertprozentig. Und hat auch so wieder keinen Hals, ne? Hat einfach keinen Hals. Der Kopf ist einfach so direkt auf den Schultern. Sieht so ein bisschen Gollum-mäßig aus. Wir sprechen erstmal mit ihm. Guten Tag. Sie sind sicherlich wegen des Unfalls noch aufgewühlt, aber ich muss Ihnen leider trotzdem ein paar Fragen stellen. Erzählen Sie mir mit dem Hergang.
Können Sie mir schildern, was geschehen ist? Keine Ahnung, wie die ganze Müllteile und die Palette auf die Autobahn geraten konnten. Vielleicht sind sie ja von einem Wagen runtergefallen oder so, weil ich nicht richtig gesichert war oder so. Jedenfalls bin ich da ganz krass mit meinem Auto reingefahren. Ätzend. Oh, da versucht jemand jugendlich zu sprechen. Läuft. Vielen Dank für Ihre Aussage. Ich und meine Kollegen werden natürlich ein Auge offen halten. Möglicherweise ist noch mehr von unbekannten Wagen abgefallen. Kann ich mal bitte Ihre Dokumente sehen? Führerschein und Fahrzeugpapier. Hier bitte nehmen Sie. Vielen Dank. Mal gucken. Personalausweis. Ja, Wittelsbach Daniel. Ja, läuft bei ihm, ne? Brenningen. Fahrzeuggeschichten. Wittelsbach Daniel. Personenkraftwagen. Challenger. Ja, okay. Haben wir alles angeguckt. Läuft. Haben Sie Alkohol getrunken? Nee, ich habe nichts getrunken. Oh, will ich dir mal glauben, ne? Will ich dir mal glauben. Drogen. Drogen konsumiert? Nö, nie im Leben. Bleiben Sie auch weiterhin von Drogen fern. Na gut, dann war's das auch schon. Kannst weiterfahren. Danke für Ihre Kooperation und alles Gute. Verlassen. Einsteigen und berichten. Machen wir. Nee, oh guck mal, das ist der gleiche Dicke. Mit dem gleichen Pulli. Seid ihr Geschwister? Willst du nicht ein bisschen mit deinem Bruder reden? Der könnte ein bisschen psychischen Beistand gebrauchen. So, erstmal das Ding hier zumachen. Dann einsteigen. Ja. Zuerst Unfall gesehen. Ja, ich habe das nicht gewusst, dass man hier auf einmal Pylone hinstellen muss. Sonst hätte ich das ja gemacht. Als Ober... Tabella Sub 1 an Zentral. Melden Sie sich. Funkstatus. Hey, cool. Ich kann hier unsere Schichtende beantragen. Betritt die Wache. Machen wir. Das schaffen wir jetzt noch. Blaulicht aus. Das wäre nämlich jetzt auch perfekt. Jetzt müssen wir einfach bis zur nächsten Wendemöglichkeit. Norbert Mohr, 1, an Zentral. Komme zur Wache. Sorry. Ich wollte meinen Funkstatus ändern, Mann. Funkstatus. So, ich habe aber jetzt Schichtende beantragt, Leute. Ich mache jetzt nichts mehr. Ich will jetzt nur noch nach Hause. Ordentlich die Erfahrungspunkte einstreichen. Und dann war es das auch erstmal für heute. Dann ist meine Platte auch voll. Denn dieses wunderbare Spiel lässt sich leider nicht mit Deep Story aufnehmen. Da wird das Bild einfach nur schwarz. Ich muss es mit Fraps aufnehmen. Hundertprozentig. Also das spricht immer für ein Game, wenn Deep Story es nicht aufnehmen kann. Zentrale, dann weiß man, es ist sowas Besonderes. 100. Wie schnell fahre ich? 180. Läuft. Ich bin wunderbar. Ich darf das. Klingt auch wirklich ganz gut. Der Motor leidet auch nicht. Nee. Wo ist denn nicht mal die nächste Wendemöglichkeit, Leute? Noch ein Baiten hin, wa? Ist noch ein Baiten hin. Ja, gut. Oh. Oh. Ich fühle mich so unwohl, wenn ich... Oh, jetzt kommen auch noch Windräder. Das ist ein bisschen zu viel Grafiklast. Da gehen die Frames wieder runter. Das geht nicht. Könnt ihr mir nicht antun. So, das ist eine Tankstelle. Da kann ich leider nicht wenden. Brauchen wir also gar nicht erst rauffahren. Aber schön, dass es da so einen Rastplatz gibt. So, Leute, Vorsicht. Ich muss nach Hause. Danke. Weiterfahren. Wahrscheinlich fahren wir einfach ans Ende der Autobahn. Wenden. Fahren wieder zurück. Aber da ist schon eine Wendemöglichkeit. Läuft. So, Vorsicht, ich muss hier einmal runter. Norbert Mohr, 2, an Zentrale, komme zur Wache. Komme zur Wache, komme zur Wache. Ich komme auch gleich zur Wache. Warte. So, oh je, Mine. Oh je, Mine. Oh, ich fühle mich gut, ich fühle mich gut. Ich fühle mich sicher, habe richtig Kontrolle über die Karre. Tissen. Ey, den aus, den an. Läuft die Kiste. Läuft die Kiste. So. Schon mal blinken. Auf nach Tissen. Okay. Oh, 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 oh. Ist okay, ist okay. Oh, oh. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns noch alles erwartet. Jetzt haben wir Unfall sichern, Fahrzeugkontrolle, Verfolgungsjagden kommt bestimmt auch noch. Mit Waffengewalt und so. Oh. Da geht noch richtig was. Blinken, blinken, blinken. Oh, balla. So, jetzt aber. Wir sind fast zu Hause. Ist nicht mehr allzu weit. Ist nicht mehr allzu weit.
Richtig kurze Schicht heute, ne? 2 Stunden. Zentrale an Cabella. Das ist ein Leben, ne? Das ist ein Leben, so als Autobahn-Pop. Ganz entspannt. Die Popping der Bäume ist auch geil. Pop, pop, pop. Die verändert sich immer, umso näher wir rankommen. Das läuft, die Kiste. Es läuft. Läuft einfach. Was nun los? Hier tauchen manchmal Geräusche auf, wo ich nicht weiß, was sie bedeuten. Ich weiß es nicht. Bin ich jetzt wieder auf der falschen Seite? Ich hoffe nicht. Nee, nee, das ist die richtige Seite. Das ist einfach nur weit weg. Ist noch ein Stück hin bis zur Wache. Guck mal, da ist sogar ein Berg im Hintergrund. Das läuft! Oh, 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 sorry. Ich wollte niemanden rammen. Aber dieses Auto lenkt sich wie Scheiße. Das ist nun mal so. So, Vorsicht. Okay, es geht weiter geradeaus. Wir geben jetzt mal richtig Gas. Mal sehen, wo wir den hintreiben können. Ob er 200 schafft. Oh, könnte eng werden. Da vorne kommt schon die nächste Kurve. Dann muss ich langsamer werden. Ah, 190, komm schon. Ah, wird nix. Achso, leer gerade die Straße. Da können wir ruhig mal ein bisschen Gas geben. Motorsound ist auf jeden Fall vom Feinsten. Ah, scheiße. Motorsound. Scheiße, Mann. Er läuft, ich hab das drauf, ich hab das drauf. Motorsound vom Feinsten, ich bin begeistert. Ich bin einfach nur begeistert. Es sind Begeisterungsstürme, die sich hier bei mir. Ich glaube, wir sind doch auf der falschen Seite, aber das gibt's doch nicht. Müssen wir nicht jetzt. Nee, jetzt müssen wir noch nicht runter. Weil die Wache ist offensichtlich auf der anderen Seite. So ein Scheiß. Ah, nee, doch nicht. Es läuft. Es läuft. Da kommt einfach noch so eine dicke Kurve. Mit der hat niemand gerechnet. Also rein von der Map her, haut das hin. Norbert Mohr, 1, an Zentral. Einsatz beendet. Einsatz beendet. Einsatz beendet. Ich werde meinen Einsatz jetzt auch beenden. Einsatz beendet. So. Wenn ich hier runterkomme. Pop, 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 pop. Mir fehlt das Blinkergeräusch. Ich sehe zwar, dass er blinkert, aber das Geräusch fehlt. Dieses Klack, Klack, Klack. Das wäre schon ganz cool, wenn das noch da wäre. Dann rafft man nämlich auch, wenn der Blinker noch an ist, obwohl man ihn gar nicht mehr braucht. So, Polizei, wir sind da. Kämpfen wir uns wieder zurück. Zur Wache. Einmal hier parken. So, Motor aus, Handbremse anziehen, aussteigen. Jo, Horst, ne? Machen wir wieder ein Vergnügen mit dir. Bleibst du im Auto bis morgen? Ja, ja, ist gut. Horst, bleib im Auto. Horst, steig gar nicht aus. Horst, komm. Komm, Horst. Oh, das ist gar nicht Horst. Wo hast du Horst gelassen? Das ist Elfriede. Elfriede, Mann. Ich dachte, ich fahre mit Horst. Sind die alle fix im Auto drin? Nee, da sitzt keiner dran. Ja, heute hatten wir Elfriede dabei, ne? Hab ich gar nicht gemerkt. Also, das war eine schöne Schicht. Da kannst du mal sehen, die war einfach die so ruhig. Merkt nicht mehr, dass sie da ist. Und läuft bei ihr. Läuft bei ihr. Juli, dann raus hier. Sie haben ihre Schicht beendet. Batz. Nächste Schicht. So, wollen wir mal gucken. Ich muss jetzt wieder zurück zum Hauptmenü, weil wir sind jetzt eigentlich durch. Willkommen zur heutigen Schicht. Ihre Schicht beginnt. Fahrzeuge untersuchen, Unfälle bearbeiten. Es wird langsam komplizierter. Sie haben es zu Ihrem ersten Nachtschicht geschafft. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg. Ja, in der Nacht, das werden wir dann nächstes Mal machen. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch. Ne? Wir gehen jetzt zurück ins Hauptmenü. Gucken mal, was passiert. Ich habe ein bisschen Angst, aber man kann nicht speichern. Ich denke mal, er speichert einfach immer. Habe ich jetzt einfach Hoffnung. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das so ist. Wir werden es gleich herausfinden. Bam, 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 bam. Autobahn, Polizei, Simulator. Das ist schon ein geiles Ding, muss ich sagen. Lohnt sich richtig. Ich habe schon schlimmere Simulatoren gespielt. Aber ihr seht, wir haben 1235 Erfahrungspunkte. Wenn es 34 gewesen wäre, wäre es lustiger gewesen, weil es dann 1, 2, 3, 4 gibt. Also man muss sich auch um die kleinen Dinge im Leben freuen. Wir machen jetzt heute mal 10 Sekunden früher Schluss als üblich, aber ich kann jetzt nicht die nächste Schicht mehr anfangen. Deswegen bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns eure Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder bei unserer ersten Nachtschicht. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.